Wir müssen im Berufsleben immer wieder schwierige Entscheidungen treffen, im Job bleiben oder am Ende doch selbstständig werden, den Mitarbeiter kündigen oder mit durchschleppen, Kosten senken oder Geld verdienen sowie investieren. Nicht wenigen Führungskräften fällt es in solchen Momenten besonders schwer zu handeln. Ähnlich wie ein Pilot muss in einer Notlage auch hier reagiert werden. Er hat nur wenige Sekunden Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Im schlimmsten Fall geht es dabei ja, wie wir alle wissen, um Leben oder Tod. Von dem Mut zur Entscheidung können auch wir uns eine Scheibe abschneiden, sagt Unternehmensberater und Pilot Peter Brandl. Er hat unter anderem das Buch Hudson River, die Kunst, schwere Entscheidungen zu treffen, geschrieben. Herr Brandl, ein Pilot muss in Extremsituationen besonnen bleiben, schnell und präzise agieren. Sind das auch Zutaten für einen guten Chef? Auf jeden Fall. Aber nicht nur für einen Chef, sondern auch für eigentlich jeden Menschen, um ein erfolgreiches Leben zu leben. Aber für Chefs ist es natürlich ganz besonders wichtig. Mitarbeiter erwarten von ihren Vorgesetzten, von ihren Führungskräften erstens, dass sie Orientierung bieten. Dass sie gleichzeitig aber Entscheidungen treffen. Und damit ist alles auch irgendwie schon wieder drinne. Die Leute müssen eben besonnen bleiben, müssen nicht hektisch überreagieren und irgendwelchen Krampf verzapfen, nach dem Motto, Hauptsache es ist irgendwas getan. Aber gleichzeitig gibt es auch nichts Schlimmeres, als wenn man einen Chef hat, der Entscheidungen ewig vor sich herschiebt, zögerlich ist und ja, einfach alles auf sich zukommen lässt. Stellt sich aber die Frage, warum reagieren viele im ersten Moment zögerlich, wenn es eigentlich darum geht, eine wichtige Entscheidung zu treffen? Naja, ganz klar. Weil eine wichtige Entscheidung macht etwas möglich, macht aber gleichzeitig etwas unmöglich. Wenn ich eine Entscheidung treffe, bedeutet das, ich entscheide mich für was, aber gleichzeitig auch gegen was. Und davor haben Menschen natürlich Angst. Das ist doch ganz, ganz klar. Ich habe Angst davor, was aufzugeben. Das Zweite ist aber häufig auch Bequemlichkeit. Letztendlich, wenn wir was ändern, wenn wir irgendeine Entscheidung treffen, müssen wir ganz häufig irgendwas danach machen. Also mit dem Aufwand, das ist manchmal auch mit Stress verbunden und den versuchen wir uns zu ersparen. Und deswegen sind so diese Hemmungen, sind so diese Bequemlichkeiten die Hemmschuhe. Aber stellen Sie sich mal vor, wenn das in einem Cockpit der Fall wäre, wenn irgendwie bei dieser Hudson River Landung zum Beispiel die Piloten gedacht hätten, du, lass uns mal noch eine Nacht drüber schlafen. Das wäre sicherlich keine wahnsinnig gute Idee gewesen, oder? Ja, bleiben wir mal ein bisschen in der Pilotensprache. Das heißt also, eine Führungskraft muss ihre Flugroute auch mal ändern, so in schwierigen Momenten und einfach auch mal was wagen. Ganz genau, das Leben ist keine Einbahnstraße. Leider Gottes hat es aber auch keine Reiserücktrittsversicherung. Es passieren manchmal Dinge, die konnte ich nicht vorhersehen. Und manchmal endet sich schlicht und einfach auch alles. Und in diesen Momenten müssen wir uns natürlich umorientieren. Auch das wieder gilt nicht nur für Führungskräfte, sondern eigentlich für jeden Menschen. Aus der Fliegerei kann ich Ihnen sagen, es ist besser für Sie, eine falsche Entscheidung zu treffen, als keine Entscheidung zu treffen. Das klingt auf den ersten Blick paradox. Ja. Aber was bedeutet das? Wenn ich eine falsche Entscheidung treffe, dann hat die falsche Auswirkungen. Die bekomme ich aber mit. Das kriege ich mit. Wenn ich keine Entscheidung treffe, dann hat das auch Auswirkungen. Aber ich komme gar nicht auf den Gedanken, dass diese Auswirkungen irgendwas mit mir zu tun haben könnten und schieb die der Umwelt zu. Und dann fühle ich mich ja als Opfer und als würde ich nichts machen können. Also es ist besser, eine Entscheidung zu treffen, selbst mit dem Risiko, dass die vielleicht falsch ist. Wer nun, so wie Sie, am Ende wichtige Entscheidungen treffen musste oder muss, kann dann aber auch, ja, um der Pilotensprache zu bleiben, schneller in Turbulenzen geraten und muss dann sicherlich auch die Konsequenzen für sein Handeln tragen? Das müssen wir doch letztendlich alle. Das hat doch nichts mit den Entscheidungen zu tun. Egal, ob man Entscheidungen trifft oder ob man keine trifft, wir geraten in Turbulenzen und müssen die Konsequenzen unseres Handelns tragen. Blöd ist halt nur, wenn wir die Entscheidung getroffen haben, dann sind wir wenigstens auch wirklich selber verantwortlich und haben damit auch noch die Kontrolle. Können falsche Entscheidungen zum Beispiel korrigieren, können uns bei entschuldigen vielleicht, können aus unseren Fehlern lernen. Haben wir keine Entscheidung getroffen, kriegen wir trotzdem die Turbulenzen des Lebens ab. Aber wir fühlen uns dann nebenher auch noch als Opfer der Umstände. Und jetzt muss man sich wirklich überlegen, was einem angenehmer ist. Ist es aber dann nicht wirklich manchmal besser, eine Entscheidung wirklich zu vertagen und einfach mal zu überdenken, damit es am Ende die richtige Entscheidung bleibt? Na klar, erstens kann man nie sagen und zweitens, warum nicht? Manche Entscheidungen sind schwer und es gibt keinen Grund, die innerhalb von 30 Sekunden zu treffen. Wichtig ist nur, dass wir die Entscheidung überhaupt treffen, dass wir überhaupt eine Entscheidung treffen und das nicht ewig vor uns herschieben. Und zu meinen Flugstunden habe ich immer gesagt, Mut zu überlebbaren Fehlern, weil, wie eben schon gesagt, keine Entscheidung ist schlechter als eine falsche Entscheidung. Sagt Peter Brandl, Unternehmensberater, Pilot und Autor des Buches Hudson River.